Recht herzlich willkommen zur Folge Nummer 18 von Europa Universalis 4. Wir sind mit Frankreich unterwegs und ja, wir haben hier eine Schlacht, die wir wahrscheinlich nicht gewinnen werden, weil ich gehe von aus, dass gleich hier wieder nachgezogen wird. Schauen wir mal rein, wie wir das hinkriegen. Haben wir eigentlich noch Möglichkeiten, Truppen auszuheben? Ja, da werden welche ausgehoben und sonst geht gerade nichts. Wie sieht's mit Söldnern aus? Da passiert auch nichts. Okay, alles klar. 19, 19 steht's da jetzt. Oh, hier ist gerade die Truppe fertig geworden. Dann schicken wir mal ganz schnell darüber. Aber, oh, da ist auch noch eine. Die kriegen wir da auch nicht mehr rüber, ne? Oder? Doch, doch, geht. Wunderbar, dann wollen wir die noch verstärken da. Marschieren die auch noch ein. Oh Gott, 27, 18, alles klar. Damit ist das Ding durch. Ah, zwei aktive Kardinäle, das ist ja schön, aber bringt uns das irgendwie was? Ich glaube eher nicht, ne? Aus dem Grunde, weil wir hier jetzt gleich einen auf die Mütze kriegen. Aber woanders noch Truppen? Ich glaube nicht. Nein. Gut, ich gehe fast von aus, dass wir dann mal in Verhandlungen mit den Engländern gehen sollten. Weil wir werden unsere Truppen dann irgendwie nicht dagegen hinkriegen, denke ich mal. Ja, das ist jetzt verloren. Okay. Wo laufen sie hin? Wo sind sie? Ich sehe sie gar nicht. 0,4 sind über. Nein, das kann nicht richtig sein, oder? Einmal bitte weg. 19 sind über, alles klar. Die ziehen sich zurück. Wir machen gerade eine Pause und gucken, dass wir mit den Engländern in irgendeiner Form Frieden kriegen, weil das funktioniert ja jetzt gerade ganz schlecht. Diplomatie. Gucken, wie kriegen wir mit den Frieden hin? So. Wir müssen wahrscheinlich was an denen geben, weil ich glaube nicht, dass wir. Obwohl Kriegsstand sind 8%, das würde bedeuten, wir hätten. Ah. Machen wir mal gerade was. So. Nee, wie kriege ich denn hier unten das Feld blau? Sie werden nicht akzeptieren, was wir ihnen momentan anbieten können. Okay. Das heißt. Das ist ja gar nicht gut, ne? Das heißt, wir können den Krieg zurzeit gar nicht beenden, oder wie sehe ich das? Kann keinen separaten. Kriegen wir einen Frieden mit Portugal hin? Das ist die Frage. Wo sind die denn da? Den wird es wahrscheinlich auch keinen Frieden geben. Wer ist das überhaupt? Leinster, okay. Das bedeutet zurzeit haben wir gar keine Chance, einen Frieden zu schließen. Gut, machen wir mal weiter. Ja, unsere Truppen gehen jetzt nach da unten, ist klar. Wie schaut es mit dem Geld aus? Da ist das Staatssäckel. Warum ist hier nichts drin? Okay, alles klar. Da ist eine schlechte Bilanz momentan. Keine Ahnung warum. Nee, da müssen wir nochmal rein. Was können wir denn überhaupt machen? Wie sieht es denn hier mit unserem Fortschritt aus? Hier geht noch nichts, aber fast. Hier unten ist gleich fertig. Die sind da. Wir haben minus 19. Auch schön. Können wir das ändern? Gute Frage. Truppen sind gerade da unten und verstecken sich. Von uns besetzt. Kann man Frieden verhandeln? Nö.
Rückstand ist 7%. Das ist nicht gut. Oh, 22, sie werden wieder aufgefüllt. Da kommen irgendwelche Engländer runter. Die sind aber demoralisiert hier wohl. Totenkopf daneben. Ich glaube, die können wir auch gerade alle zusammenschließen. Geht das überhaupt? Gute Frage, ne? Der Anführer ist da. Okay, da haben wir was abgeben müssen. Gucken wir mal rein. Geht was jetzt mit dem Frieden? 4% Kriegszustand. Keine Möglichkeit, mit den Frieden zu schließen. Den anderen geht sowieso irgendwie nicht. Schade drum, ne? Da kommen 9er. Champagner werden wir gleich auch noch verlieren. Okay, wir haben hier 24, aber die Moral ist total schlecht. Ja, wir marschieren mal weiter. Wir haben aber wieder Plus am Geld. Können wir Söldner ausheben? Nö, finanzielle Marken. Ja, wird wahrscheinlich nicht reichen. Okay. Schade drum, aber ist jetzt nicht mein Ding. Da geht gerade auch nichts. Ah. Ja. Nee, oder doch, das sind Söldner. Vielleicht sollten wir die noch ranschaffen. Ah, unsere Truppen sind mit der Moral wieder am Aufsteigen. Komm, dann machen wir da noch Söldner. Und ziehen mit der Truppe darüber. Gucken, dass wir da hinkommen. So, die Moral ist wieder besser. Oh, wo kommen die denn jetzt gerade mal eben her? So, direkt aus Spanien, aus der Sonne, aus dem Urlaub oder was? Wir müssen irgendwas machen, das ist definitiv klar. Wie ist mit Frieden schließen? Geht da was? Nö, sieht nicht so aus. Unsere Truppen werden gleich mit der zusammengelegt. Die ist jetzt da. So, das ist 25. Man müsste den hier ja zu Hilfe eilen, ne? Gucken wir mal, was geht. Das sind Bourbonnais und Portugal. Aber ich glaube, die halten nicht so lange durch, bis wir da sind. Ja, das hat sich erledigt. Dann können wir die Sache, glaube ich, auch abbrechen gerade. 27 Armeen. Hier sind es 10 in der Auvergne. Ich tendiere dazu, dorthin zu gehen, um das Land zu befreien. Nachschubmangel. Gucken, was da geht. Kriegen wir dieses Land dann befreit? Gute Frage, ne?
Das ist diese 42 minus. Tja, Kanonen werden ja mal irgendwann interessant, dass wir die kriegen, ne? Aber das dauert noch. Noch bewegt sich niemand von den Engländern. Aber wenn die sich dann erstmal bewegen, ne, dann wird's ernst. Finanziell sind wir gerade wieder runter. Nicht so dolle. Ja. Was passiert hier? Da ist noch einer frei von unseren Diplomaten. Können wir hier diplomatische Beziehungen verbessern? Nö, geht gerade nicht. 88 Dukaten Kredit aufgenommen. Auch schön, ne? Ja. Hier unten ist die Provence. Tja. Da ist jetzt nicht wirklich was bei, wo ich sage, das brauchen wir. Gut. Wie ist der Stand der Dinge? Wir haben aufgerüstet weiter, wir haben 29, aber wir kommen da nicht weiter. Okay. Kapituliert haben sie da auch schon. Jetzt kommen die Engländer wahrscheinlich noch mit mehr Truppen da an. Und das müssen wir wieder alles freikämpfen. Das Geld wird wieder knapp, wir haben schon wieder miese. Tja, Friedensangebot unterbreiten ist irgendwie nicht. Ja, was machen wir da? Rein theoretisch müssten wir die jetzt befreien hier. Oder da unten kaputt machen. Oder da oben kaputt machen. Aber wie? Wir kriegen von niemandem Unterstützung. Die würden sofort danach ziehen. Dann hätten die 28 Truppen. Das ist schlecht. So, die bewegen sich jetzt gerade dahin. Ist dann die Frage, was die da noch einreichen, ne? Ja. Ja. ...316 Männer werden nachgemacht. Wenn ich dahin gehe, wie gesagt. Aber irgendwas muss ich tun. Ich kann nicht nur einfach zusehen, oder? 35% steht hier. Was sollen wir tun? Schwierig. Ja, ich mache mir da Gedanken drum, ob wir die hier angreifen oder nicht. Schauen wir mal. Momentan belagern wir, versuchen wir die Belagerung hier oder die Rückeroberung hinzukriegen. Ich weiß auch noch nicht so ganz, wie weit wir da hinkommen.
Aha, schön. Bringt uns aber nicht so viel, ne? Oh, wir haben 30 Truppen jetzt sogar. Wir rüsten immer weiter unsere Truppen auf. Ich weiß gar nicht, wie stark unsere Einheiten sind, wenn sie voll sind. 30, kann das sein? Müsste ich nachgucken. Aber das ist jetzt auch erstmal nicht spielentscheidend. Ich denke, für die Runde soll es erstmal reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.